Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag, dem 25. Februar. Es grüßt wieder Christian Cameron. Wir schauen auf die US-Märkte, die sich ein Stück weit lethargisch bislang zeigen. Also die Indikationen sind hier nicht großartig nach oben geschossen und auch jetzt hier durch die News um 16 Uhr in Sachen Immobiliendaten hat sich wenig getan, der Markt recht lethargisch auf hohem Niveau. Und wir wollen uns mal den Dow Jones anschauen, hier im Stundenchartintervall, der hier leicht im Minus notiert, was man nun davon halten darf. Also wir sehen hier die 24-Stunden-JFD-Indikation hier im Chartverlauf und die zeigt eben sehr deutlich, jetzt kommt es richtig, dass wir uns ja immer wieder nach starken Aufwärtsschüben eine Zeit lang seitwärts bewegen, um dann wieder einen Aufwärtsschub zu erfahren. Das ist hier sicherlich sehr signifikant und deutlich zu sehen, wie der Markt hier praktisch immer wieder solche Schnippchen schlägt. Tatsache ist, wir bekommen aktuell einen gewissen Auftrieb, der hier allerdings auch zu neuen Hochs führen sollte. Denn bleibt dies aus, muss man sagen, dass unterhalb von 18.185 hier durchaus technisches Reaktionspotenzial eben um eine gute Etage tiefer, 50 Punkte knapp bis in den Bereich 18.130 rund gegeben werden. Ich mache das mal ein bisschen anschaulicher durch eine Balkenstruktur, die hier sozusagen Support Levels darstellt. Eben das aktuelle Level, wo wir auch aktuell wirklich abgeprallt sind. Das ist gut. Bleiben wir oberhalb dessen, sieht es bullisch aus, insofern, dass wir durchaus neue Höchststände markieren könnten. Dazu muss der Index aber, wie gesagt, jetzt auch den Dreif entfalten und darf nicht nochmal neue Tagestiefs machen. Macht der Dow Jones neue Tagestiefs? Ich lege jetzt auch mal hier so eine schräge Trendlinie an. Dann ist die Gefahr gegeben, ja, dass wir diese Testen möglicherweise auch unterschreiten und dann werden hier durchaus weiter fallende Preise zu erwarten. Ich will Ihnen auch nicht die Fuzzy-Vektor-Logik vorenthalten, die wir heute nicht im Stream hatten. Darum zeige ich sie im heutigen Video. Da zeigt sich, dass hier insbesondere der Dow Jones und die Nasdaq, also die Technologiewerte, hier links oben Dow, dann links unten Nasdaq Composite Index und auch der Russell, also der ganz breit gefasste Index aus den USA, hier Abwärtstendenzen aufweisen. Hier in den 15-Minuten-Chartintervall, hier die Fuzzy-Vektor-Logik, die sozusagen den Blick in die Zukunft erlaubt, anhand statistisch und saisonaler Tendenzen, sehen wir hier während des weiteren Handels eine fallende Tendenz. Einzig der S&P 500 stemmt sich hier ein Stück weit dagegen, aber das Manko sage ich schon, die Masse der US-Indizes deutet hier heute auf eine fallende Tendenz hin. Im Dow Jones machen wir hier neue Niveaus, neue Tiefs unter 18.185 Punkte. Wie gesagt, dürfte hier 18.050, 18.030 hier diese Zone sicherlich ein relevantes Ziel sein. Da gehen wir jetzt direkt nochmal in den Live-Chart. Machen das ja noch ein Stück weit tiefer, um die Zone auch noch mal ein bisschen mehr zu unterstreichen. Das wären dann hier die Auffangbecken, wenn wir neue Tiefs machen. Das würde also im Einklang mit der Fuzzy-Logik stehen und verspricht insofern, wenn wir neue Tagestiefs machen, durchaus eine weiterfallende Bewegung. Schieben wir uns aber entgegen dessen, und das wäre dann natürlich hier genau das andere Bild, hier über 18.217 Punkte hinaus, also über das Hoch der heutigen Auftaktskerze, dann sollte man, beziehungsweise Auftaktskerze, vielmehr eben hier das Indikationshoch während des Nachmittagshandels, dann sollte man hier durchaus weiter anziehende Preise Richtung 18.250, 18.300 Punkte erwarten. Das grundsätzlich bullische Sentiment, sage ich mal, ist nach wie vor allgegenwärtig. Die Marktteilnehmer haben hier weiterhin die Lust, die Märkte, die Aktienindizes zu kaufen. Insofern bleibt die Lage hier auch durchaus optimistisch. Wir sehen jetzt hier aktuell in der Kerze wieder, dass wir hier schön nach oben laufen. Dow Jones jetzt im Plus mit 0,03%, fast nicht der Rede wert, aber wir schieben uns eben hier auf neue Hochs wieder hinaus und das sieht eben insofern doch so aus, als hätte der Dow Jones hier die Kraft bewiesen, bei 18.185 Punkten einen Halt zu finden. Ganz wichtiges Level, halten Sie es dahingehend im Auge. Gut, schauen wir kurz auf den S&P 500 noch. Da sehen wir hier zunächst einmal den gebrochenen Aufwärtstrend seit Anfang Februar. Ja, gut, wir haben den gleichen schon mal gebrochen und zwar war das hier zum 20.02. gab es aber ein starkes Reversal und ein solches sollte auch jetzt der S&P 500 vollziehen, hier im Stundenchartintervall. Die Fuzzy-Logik weist ja eher auf eine Seitwärtstendenz hin als auf eine fallende Tendenz. Das ist so ein bisschen der positive Bias, den der Index noch hat. Aber auch hier gilt, wir sollten neue Tagestiefs vermeiden, denn geschieht dies, wäre hier sicherlich, also hier sage ich mal, Unterstützungsbereich 2111 Punkte,
Riesen aufgeben, ja, dann hat der Index durchaus Potenzial, hier bis in diese Stauzone 2105 zurückzufallen. Also neue Tagestiefs auch hier beim S&P 500 sollten vermieden werden, um den positiven V, was hier nicht einzutrüben. Bisschen fehlt der Drive nach wie vor. Man will hoffen, dass er langsam kommt. Beim Dow Jones haben wir gesagt, was passieren würde oder was passieren muss, damit wir nach oben ausbrechen, Schrägstrich eben nach unten. Beim S&P, wie gesagt, 2111 im Auge behalten. Und wenn wir uns hier beim S&P 500 über 2115, 2116 im Ideal noch rausschieben, dann hätten wir hier sicherlich dann wieder Potenzial, neue All-Time-Highs zu generieren. Es ist fast ein Motto nach dem täglich grüßt das Murmeltier, aber wir haben nun mal die Situation, dass die Märkte hier fortwährend bullisch erscheinen. Und solange dies der Fall ist, muss man hier auch nicht den Bären an die Wand malen. Und die Lage bleibt weiter bullisch, wenngleich ich dann auch in Kürze nochmal auf die Tagescharts eingehen werde, sprich morgen, um hier vielleicht mögliche Divergenzen mal so als Warnsignal auszuloten. Aber generell gilt, jeder Rücksetzer ist aktuell scheinbar eine Kaufgelegenheit. In dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Und in diesem Sinne noch einen schönen Feierabend an alle, die zugeschaut haben und an alle, die diese Aufzeichnung dann noch anschauen. In diesem Sinne, beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.